Ja, Freunde, damit willkommen zum zweiten Tag hier bei 7 Days to Die. Und da hinten ist gerade ein Reh irgendwie, oder was ist das da? Irgend so ein Vieh geht da aufs Auto. Wie, du, ist das ein Lama? Oh, ich finde Lamas irgendwie süß, weil die so einen langen Hals haben. Da hinten links ist ein Kaninchen. Oh, was für eine Welt bin ich denn gelandet hier? Ach so, das ist ein Zombie. Ja, das letzte Mal bin ich ja natürlich mit Absicht gestorben. Um zu sehen, wie das nochmal ist mit dem Todsystem hier. Und jetzt wollte ich mal gucken. Es ist stundenweise Realzeit vergangen jetzt, wie gesagt. Und mein Gepäck ist immer noch da tatsächlich. Das ist gar nicht verschwunden, Alter. Das ist ja sehr nett, ne? Dann könnte ich ja theoretisch noch... Warte mal, wo muss ich denn hin? Die Region. So, mit der Karte ist ein bisschen schwierig. Da musst du immer wieder neu rauszoomen. Die Region müssen wir lang gehen, um meinen Rucksack... Gottes Willen, um meinen Rucksack wieder aufzusammeln. Den hatte ich ja verloren tatsächlich, weil wenn du stirbst, verlierst du deinen Rucksack. Aber den Gürtel nicht. Ich bin im Spiel. Fuchs ist gerade gestorben. Wie geil ist das denn? Fuchsmann. Gib dir mal mehr Mühe. Lass mal kurz gucken, wer ist denn jetzt hier. Ich weiß ja auch noch nicht, wie das hier funktioniert. Irgendwie, also. Die Leute, weiß ich nicht, die... Wo sind jetzt die anderen hier? Also das ist irgendwie... Wir werden immer nur die ersten vier angezeigt? Oder wie funktioniert das hier? Also der ist jetzt offline, aber ist da. Weil wir waren ja schon viel mehr hier, ne? Das ist gerade ein bisschen komisch. Da kommt schon wieder so ein Affe hinterher geschissen. deswegen muss ich jetzt selber noch mal ein bisschen schnallen, wie das hier funktioniert. Das Rea ist online, Fuchsi, und ich bin gerade hier. Stadium. Wie Stadium? Was heißt denn das schon wieder, ey? Oh, viermal ist er schon gestorben. Das Rest null. Zwei habe ich gekillt, sechs. Also ich habe wenig Zombies bis jetzt gekillt. Die haben wahrscheinlich die Quests und sowas schon gemacht, ne? Da, wo ich jetzt draufgegangen bin. Aber das war ja auch in der Nacht. Das war unfair, Mann. Ach, da oben ist mein Rucksack. Guck mal auf dem Radar da oben. Auf dem Kompass siehst du den Rucksack. Ja, den kann man sich natürlich gönnen, ne? Warte mal, lebt das wieder? Eklig. Nee, es lebt nicht. Stell dir mal vor, das liegt ja eine Zeit lang und dann irgendwann steht es auf, wa? So, wir laufen Richtung Rucksack und wollen wir das Quest natürlich machen, wenn es geht. Wir haben es tatsächlich 15 Uhr jetzt. Uiuiui. Warte mal, schwimmen kann ich, ne? Oder wie war das noch? Du bist nass. So nach oben schwimmen oder was? Was ist denn das Auge da oben? Da unten links ist ein Auge gekommen gerade. Sieht mich jetzt wer oder was heißt das? Oder ist es mein Sauerstoff gewesen? Es geht immer hoch runter. Irgendwie komisch. Immer wieder neue Menüs hier. 91%. Ach, das ist jetzt, weil wir nass sind oder was? Und jetzt kann ich nicht mehr rennen. Na, ohne Scheiß. Oh, hätte ich das gewusst, Alter. Ich kann nicht mehr rennen, Leute. Oh, das Spiel ist schon fies. Finde ich ehrlich. Ich meine, nur wenn ich da ins Wasser gehe mit Klamotten so und so viel Klamotten habe ich ja gar nicht. Das ist mein Rennen jetzt, Alter. Boah, ist das gemein. Oder bin ich überlastet? Nee, ganz sicher nicht. Das muss an der Feuchtigkeit da liegen. Sind diese Dinger irgendwo hier? Stehen die irgendwo da? Du bist nass, wodurch die durch dir kälter wird, das kann eine gute Sache sein. Oder auch nicht. Das stimmt. Eigentlich sind wir doch hier im Feuerland, oder? Oh nein, was denn jetzt wieder? Es kommt Nebel, Leute. Junge, was soll ich dazu sagen? Ihr seht es mittlerweile selbst. Also ich gehe mal da weiter hin. Komm, hier ist doch Glut, Alter. Ich muss doch, normalerweise muss die Feuchtigkeit da runtergehen. Pfeile machen. Komische, gruselige Geräusche, ne? Warte mal, ich nehme mal eine Fackel. Geht das da schneller runter oder was? Ich glaube schon. Warte mal. 40% jetzt. 39. 37. Jetzt mach die Fackel an. Ja, das ist schneller, Leute. Ich meine, das geht doch. Doch, das geht schneller. Um 2-3 Punkte oder irgendwie sowas. Let's go. Und das Auge da ist ja komisch. Sind wir dann sichtbarer? Warte mal, wenn ich in die Hocke gehe.
Bin ich in der Hocke? Jetzt bin ich in der... Ach so, ich krieg die ganze Zeit. Ach, das hier konnte ich auch nicht rennen, weil ich hier gekrochen habe oder was? Oh, Leute. Sorry. Also, wenn man sich bückt, dann kommt dann so ein Auge. Die Sichtbarkeit irgendwie, ne? Mensch. Wo ist denn mein Beutel jetzt? Da hinten. So, wir sind trocken. Und wir mussten ja hier irgendwie Zombies kloppen. Aber ich glaube, die Quest ist jetzt kaputt gegangen, dadurch, dass ich gestorben bin. Kann das sein? I don't know. Fauler Müll. Und das Geld drin, das nehmen wir mit. Wo ist der Rucksack? Da. Ah, das ist auch die Anzeige jetzt. Schön. Doch, ist idyllisch hier, ne? Oh, du hast mich auf dem Gewissen, dieses blöde Ding. Bring aber auf jeden Fall was. Haben wir ja gemerkt. Okay, hier waren zwei Zombies drin, die mich jetzt zermalmt haben irgendwie, ne? Oh, shit. Oh, jetzt... Ach, wo ist denn, So viel! Wieso haut der denn nicht? Idiot! Wieder keine Ausdauer. Oh, die Ausdauer. Ey, komm jetzt. Erhol dich doch mal, Junge. Tommy, lauf mal gegen das Ding dagegen. Verbraucht der 10 pro Schlag, oder was? Nee, das ist Dreifache. Happy, du sollst zum Spieß. Was steht da? Stehst am schwarzen Brett. Das ist... das Rest ist gestorben. Na, sehr schön. Das kommt davon. Von der... Propaganda da. Der ist bestimmt gestorben, weil er im Geschäft war oder sowas. Sehr schön. Oh. Ja, ja, jetzt ist das Rest hat auch einen Kill, Leute. Was ist das denn hier? Ein Zaun. Sah ihm aus wie Blöcke. Nö, das muss da rein. Also, haben die das die Tür da repariert oder was? Irgendwie sah das eben anders aus. Aber ich war ja auch nachts unterwegs, Mensch. Da sieht man sowieso nichts. So, komm mal her hier jetzt. Oder noch mehr Zombies kommen. Das hier ist der Keller oder was? Ich war doch oben. Wo ist denn oben hier? Hier. Hier bin ich lang gegangen. Und die Treppe runtergefallen. Genau. So, da haben wir ihn wieder. Schön. Ja, haben wir gedrückt, haben alles einsammeln und jetzt ist er hier auf der Karte verschwunden. So. Hat auch ziemlich lange gedauert. Ich habe wirklich, also, lange gewartet, bis ich hier wieder gespielt habe, ne? Jetzt habe ich den Topf mitgenommen. Damit. Ich schmeiß die auch mal weg. Bis dahin. Wie Äxte sonst. Alles Müll, was wir mitschleppen hier. Muss nochmal zum Händler gehen. Verkaufen, glaube ich, ne? Also die Quest. Warte mal kurz. Wo ist denn jetzt die Quest? Hier ist das hier. Oh, das ist abgebrochen, oder was? So viel hätte ich dafür bekommen? Heftig. Da steht's ja da unten. Guck mal. 4 Punkte haben wir hier zum Vergeben, Leute. Wir müssen nochmal leveln. Oh ne, jetzt wird es nicht schon wieder dunkel, ne? Weil wie spät haben wir es? 16 Uhr. Oh, ich fange auch immer dann an, wenn es Richtung Nacht geht oder was. Ey, das kann doch nicht ernst sein, Mann. Dann wird es schwierig, Leute. Ich habe da keinen Bock zu. Da hinten ist mein Bett. Da oben müssen wir. Da ist der Händler. Wie ist denn dein Bett? Ich habe da nirgendwo ein Bett hingelegt. Vielleicht eine Art Hotel oder sowas. Mein Bett habe ich ja noch im Inventar hier, ne? Die Schlafding da. Da ist der Händler, deswegen wundert mich gerade das Bett da oben. Ui. Oh, jetzt wird es wieder hell. Schön. Das ist nur eine blöde... Bewölkt war das nur. Oh, so ist gut. Danke, Spiel. Hat das sich gelohnt, dass ich mal mecker hier, ne? Oben. Ja, mach auf da. Komm mal her hier. Kann ich das Quest nochmal starten? Na, siehst du? Oh, ich würde am liebsten bei dir bleiben. Darf ich dein Inventar sehen? So, Antibiotika-Infektion halt. Okay, dann behalte ich das mal, ne?
Gewöhnlicher. Ach, kann ich gar nicht verkaufen. Mann. Das kann ich verkaufen. W. Kann ich mein Geld verkaufen? Haben wir noch Schönes? Mais kann man nicht verkaufen. Das Ding nicht. Menu. Die doofen Dosen. Ja, genau. Die kann ich loswerden. Das hier? Nee. Gott. Was ist das? Hühnchenration. Das ist auch Müll. Also, so viel kann man gar nicht verkaufen, ne? Im Grunde genommen, Leute. Alrighty then. Sehr gut. Stay safe out there. So, komm mal hier. Beseitige Zombies. Also, das ist ja. Das ist aber weit weg. Jetzt hat er mich woanders hingeschoben. Vergrabene Vorräte. I've got just the job for someone. I had a good feeling about you. Mal probieren oder good was? Luck. Wo ist denn hier eine Schaufel? Steinschaufel. Kann ich die machen? Jawohl. Und dann habe ich wirklich zu viel Zeug hier. Also, da muss ich mal gucken, ob ich da nochmal irgendwie was wegkräften kann oder was. Wir müssen auch nochmal eben kurz gucken. Aber hast du das mit den Rucksackanzeigen ausgestellt? Das Rest ist schon wieder gestorben, oder was? Immer wenn du im Chat bist, ne? Nein. Ich habe meinen auch eben gefunden. Lass mal eben kurz sehen. Wir müssen ja mal eben kurz gucken, Leute. Das ist echt Hardcore Survival hier, ne? 80, 9, also das reicht noch. Wir brauchen gar nicht so viel Essen, ne? Das ist so angenehm, ne? Jetzt lass ich doch mal eben kurz gucken, was wir kräften können. Ja, jetzt geht's auch gerade bei mir. Munition? 30? Wie viele habe ich denn? Ah, dieses Ding muss mal weg jetzt hier. Sonst bin ich ja übergelastet hier. Steinpfeile, da sind sie 7. Nee, hier muss ich hier hin. Kann das da reinschreiben hier? Tastatur, jo, kann man 03. 0 geht nicht, oder was? Nee, 0 ist 1, das ist ja lustig. Und 13 halt. 13 Pfeile, da müssen wir irgendwie 20 oder sowas haben. So, schön Sonne hier. Dann ist die Schatzkiste. So, aber man sollte auch survivalen. Also ich meine natürlich skillen, ne? Machen wir hier. So, und da könnt ihr hier unter Intelligenz zum Beispiel gibt es diese Sachen hier. Einflüssen, Arzt, auch interessant. Aber ich wollte hier irgendwo, glaube ich, mal was gucken. Laufen und schießen. Nee, das hier war das, glaube ich, Heilfaktor. Das hier, ne? Schneller Stoffwechsel. Dein Stoffwechsel muss ziemlich schnell sein. Erhalte alle 90 Sekunden... eine Gesundheit durch natürliche Heilung. Kritische Verletzung, siehst du, wolltest kaufen. Jetzt ist hier oben ein Punkt verschwunden und hier könnt ihr das Ding einkaufen. So, jetzt heile ich mir irgendwie ein bisschen selber. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, ne? Was ist das? Wanderer. Setze Einfluss von den anderen. Jetzt bist du ein Wanderer. Erhöht die Ausdauerwiederherstellung beim Sprinten um 10%. Das ist aber auch gut, ne? Ich würde sagen, das nehmen wir auf, weil wir viel latschen müssen, ne? Dann gibt es noch hier unter Wahrnehmung. Schlösserknacken ist interessant, aber das hier zum Beispiel, weil wir sammeln ja die ganze Zeit am Anfang, ne? Und durch geringe Chance, du hast eine geringe Chance, bessere Beute zu finden, erhöht den Beutebonus um 5%, wenn du einen Behälter persönlich öffnest. Du plündest 10% schneller tatsächlich. Das nehme ich auch mal mit. Jetzt haben wir noch einen Punkt, Leute. Schatzsuche hört sich doch interessant an, ne? Plünderer. Für jeweils 7 ausgegrabene Blöcke verringert sich der Schatzsuchradius um 1 Meter. Ohne diese Eigenschaft sind dafür 10 Blöcke erforderlich. Du kannst 10% mehr Gegenstände in vergrabenen Schätzen finden. Ja, machen wir das mal. Wir haben ja gerade die Mission Schatztruhe. Und guck mal, man sieht sie ja direkt, Alter, wo dies ist. Also das ist ja gar... Diese Quests hier sind eigentlich... ja, gut markiert halt, ne? Da braucht man nicht lange durch die Gegend eiern und sich fragen, wo man hin muss, ne? Sondern man gräbt dann einfach das Ding mal eben kurz aus. So, und die Schaufel kann ich ja hier reinschleppen. Und wenn man da unten die Sachen reinmacht, dann sind sie hier weniger. Das heißt, man sollte seinen Gürtel immer voll haben mit Zeug im Grunde genommen, ne? Macht Sinn, oder? Die Munition kann ich da reinmachen? Jo, tatsächlich, das passt. Ja, so sehe ich, wie viele Pfeile ich habe, ne?
Und die Munition fehlt mir auch nicht, wenn ich sterbe. Dann fällt ja sonst dieser Rucksack weg. Wisst ihr, wie ich meine? So. Wunderbar. 20 Pfeile. Wir müssen aber das Schießen doch lernen. Ich habe noch nicht einmal geschossen, meine ich, ne? Oh Gott, hier nicht beim Wasser, Leute. Da ist es aber irgendwo, ne? 100 Meter noch. Das ist da vorne gleich bei der. Ja, ich laufe schon langsamer. Er schnauft ja ziemlich früh. Aber wir haben ja gerade geskillt, schnellere Ausdauererholung und so weiter und so fort. Der Burgen. Muss ich unbedingt mal testen. Da ist doch ein Vieh. Warte mal kurz. Rechte Maustaste zoomen, linke Maustaste. Oh, warte mal kurz. Linke Maustaste gedrückt halten. Rechte Maustaste zoomen, links loslassen. Ja gut, da muss man, also das muss man nochmal ein bisschen studieren. Boah, voll schwer. Mann, zieh doch. Ich treffe ihn nicht mehr. Mann. Langsam. Ich glaube, der fliegt darüber, ne, oder? Wieso hält er denn so viel aus, Mann? Ich treffe den nicht, obwohl er vor mir ist, ne? Oh, jetzt aber endlich. Ist der zerfetzt worden. Junge, der Bogen ist schon wieder dreiviertel kaputt quasi. Hier muss ich graben. Ist ja lustig. Mal gucken, wie das Graben funktioniert, Leute. Geht das so richtig? Vielleicht die Maustaste? Haut da irgendwie Dollar, ne, oder? Ist das so, gräbt man so, oder was? Ille ist dem Spiel beigetreten. Fuchs hat das Spiel verlassen. Das wird auch da mal angezeigt, wa? Muss ich vielleicht mal ausstellen, dass man das nicht immer sieht, dass es das einen da so vollschreibt. Okay, reicht die Maustaste vielleicht? Da haut der irgendwie Dollar, ne? Du hast nicht genug Ausdauer, Mann! Ach, dein Ernst jetzt? Ich hab jetzt gedacht, dass ich so gleich ein Kreuz hab und dann einmal buddeln muss oder so und dann ist er da, weißt du? Aber nein, wir müssen noch eine Menge ausgraben hier. Was ja auch nicht schlecht ist, ne? Ich bin bloß überrascht. Das ist schon mal Loche und die Schaufel ist auch bald kaputt, ne? Heftig, Alter. Muss man kurz gucken, verbrauche ich dadurch mehr Flüssigkeit oder sowas? Wasser 80. Nee, das geht. Also Anstrengung, das ist nur Ausdauer. Und ich muss, glaube ich, mehr auf Ausdauer leveln oder sowas. Finde die Vorräte in der Nähe. Vorräte aus dem White River suchen. Ja, bin dabei. Es ist ja gut markiert worden, so ist es nicht. Aber die Frage ist, wie tief sind denn so Schätze? Ich habe ja null Ahnung von dem Spiel. Ist natürlich ein Nachteil, ne? Wenn wir den Schatz bergen, Leute, was meint ihr? Wir haben schon ein lustiges Loch hier gerissen, ne? Vielleicht hier nochmal ein bisschen. Weiß ja nicht, wie tief ist denn sowas, ey, mein Gott. Die Erfahrung fehlt mir natürlich jetzt, ne? Nein, ist kaputt gegangen. Da muss ich hier raufklicken und dann auf reparieren. Okay, das ging nochmal. Wahrscheinlich 5 Meter tief graben oder was? War heftig. Mann. Scheiß Ausdauer. In jedem Spiel hasse ich sie, echt. Graben uns hier wie so ein Malwurf längs. Ist er gerade kleiner geworden? Was sollte das jetzt? Junge, Junge. 30 verbraucht ein Schlag.
Aber echt schon grottig, ne? Alter, wie tief wurde das denn vergraben, Mensch? Kann mir mal jemand graben helfen? Hallo? Wo sind die anderen Spieler? Die haben wahrscheinlich ihre eigenen Probleme gerade. Hauptsache, ich komme hier nochmal raus im Loch, Alter. Habe ich irgendein Zeug, dass die Ausdauer höher knallt hier? Was ist das? Ausdauerbonus? Nein. Nebenboden. Ach, das sammle ich die ganze Zeit? Oh Gott. Maximal Ausdauer irgendwie. Was liegt da mit dem Schrott hier? Ravioli. Brauche ich alles nicht. Gesundheit ist wieder hochgegangen. Was ist das hier? Ein leeres Wasserglas. Na klasse. Die Dinger hier. Nahrung 1. Esse ich jetzt nochmal mit A auf einmal, okay. Kann man nicht schneller essen? Ach, bringt eh nix. Gott, wie buddeln hier ein Loch, Leute? Ich fass es nicht. Ja gut, aber dann wissen wir Bescheid, ne? Du näherst dich dem Schatz. Also der Ring wird tatsächlich kleiner, Leute. Das ist ja echt interessant, Mann. Das ist interessant gemacht, dieses System, ne? Mensch. Aber der ist schon wieder kaputt. Hauptsache, ich habe noch genug Ressourcen dabei. Muss ja hier wirklich irgendwie sein, oder was? Da ist er doch. Meine Güte nochmal. Geil. Zu tief, ey. Ja, machen wir. Ich bin überlastet wahrscheinlich, ne? Ja. Du bist überlastet und dann kommen noch die Viecher, ey. Oh, das ist gemein. Aber coole Quest, ne? Wissen wir Bescheid, wie das so funktioniert mit diesem Grab-Quest. Das ist unglaublich, ey. Vielleicht sollte ich dann nochmal mir einen Bohrer kräften oder sowas. Wahrscheinlich ist das möglich. Gibt es ja eigentlich automatisch laufen? Weiß es gar nicht. Numblock. Caps Lock oder sowas. Weiß es gar nicht, ob automatisch laufen irgendwie funktioniert. Vielleicht macht das ja auch Sinn, ne? Bei so einer großen Welt. Obwohl es natürlich gefährlich ist. Man kann ja sonst wo irgendwie reinlaufen, ne? Aber kann immer nicht schaden, wenn man so ein bisschen, ne, Automatik laufen hat. Das spart ein bisschen so die Platt. Finger dann, ne, die man da so raufpresst auf der Tastatur. Leute, ich bin zufrieden. Wir haben gut survivalt. Das erste Zombie-Quest haben wir zwar nicht bestanden, weil das war Nacht und wie gesagt, wir müssen ja unsere Erfahrungen da noch ein bisschen sammeln. Aber das kriegen wir alles hin. Ich bin davon fest überzeugt. Und so schlecht ist die Grafik doch gar nicht. Einer meinte, das ist irgendwie die Grafik ganz schlecht oder so, aber das hatte ja gerade ein Grafik-Update und das geht eigentlich. Wenn du selber spielst, dann geht das. Also, ich find's jetzt nicht schlimm oder so. Hallo. Mäuschen, ich bin wieder zu Hause. Na, hast du mich vermisst? Schrotenfinder. Oh, 120 Schuss ist ja auch geil, ne? Mir lieber Schrotflinte, Alter. Ich will eine Schrotflinte haben. Natürlich ist Antibiotika. Ah, das ist, glaube ich, sinnvoll am Anfang, oder? Weil ich nicht weiß, wie teuer jetzt der Schrotflinte ist, deswegen. Und die Sachen habe ich jetzt behalten, gell? Na, das ist doch klasse. Und 500 Geld und hier eine geile Suppe. Boah. Was hat die Suppe denn drauf, sag mal? Ja, 30 Ausdauerbonus. Die Suppe hätten wir mal vorher fressen sollen, wa? Wir haben eine Menge Leben bekommen. Da können wir bestimmt irgendwie hier Dinger wieder craften, ne? Auf jeden Fall nice. Gut, Leute.
Dann sehen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, in der nächsten Folge. Wieso hat ihr, sieht denn das Sprachsymbol da oben über dem Kopf? Sieht lustig aus. Oder halt im Livestream und dann. Bis dann.